ja, YouTube Shorts, grüße euch. Ja, lange ist her, dass man jetzt, kommt mal wieder ein Unboxing. Ja, sorry, dass mal zwischendurch nichts kam, weil viel Spätschicht. Jetzt geht es Richtung Weihnachten zu, ein paar Sachen organisieren und ja, streamen. Viel streamen auf Twitch, also schaut doch da mal vorbei, Freunde. Support ist kein Mord. Kommen wir zurück zum Unboxing. So, haben wir ein paar Sachen für die Küche gekauft. Küche ist im Moment Baustelle. Ich zeige euch da aber jetzt noch nicht. Ich zeige euch das hinterher, wenn fertig ist und die Sachen alle stehen. Also bei einem anderen Unboxing oder so. Wie jetzt meine aktuelle Küche aussieht. Nicht mehr auf den alten Videos dann mal. Vielleicht schneide ich irgendwo nochmal so ein Video zurecht. Ich weiß nicht, mal gucken. So, machen wir erstmal Unboxing. Gell? Und da habe ich wohl lange keinen Toaster mehr. Jetzt gibt Toaster. So, schuldigt für, warte mal, ich mache vielleicht mal das Licht aus. Dann habe ich nicht ganz so viel, ja, dann ist nicht mehr ganz so hell. Ja, dann müsst ihr halt damit zufrieden geben, dass ich hier Schatten und so. So, da haben wir von Balta. Bei Malta an der Schalter hast du einen Toaster von Balta. Langschlitztoaster für 4 Scheiben. Also nicht, wenn ihr denkt an Schlitze, ne? So, machen wir stufenlos weiter. Einstellbare Bräunungsgrad, aufklappbare Brötchenaufsatz, Wärmefunktion, sieht schon mal nicht schlecht aus. Ja? Dekoration ist natürlich nicht mit dabei. Normalerweise sind solche Pakete ja mit einem kleinen Plastikaufkleber versehen, ist aber jetzt nicht der Fall. Hauptsache schnell verpacken, rein damit und ab dafür. So, der Toaster, eBay, 30 Euro, 28,99, kann man so sagen, aufgerundet 30 Euro. Bums, wer rundet mal nicht auf von euch, einmal Hashtag aufrunden, in die Kommentare schreiben, Dankeschön. So, ich hoffe, ich toaste mal wieder viel. Ich weiß auch schon, wo ich ihn hinstellen werde. Okay, so, dann haben wir das schon mal. Das auch. So, mehr zeige ich euch nicht, weil da mit der Kamera zu weit nach rechts gegangen. Da ist Baustelle, das solltet ihr noch sehen. Ich will euch das zeigen erst, wenn fertig ist. So, komm her und zeig mir den Toaster. Gut zugeklebt. Unboxing mit einer Hand, läuft. Überkrass, so, Moment, einmal geht nicht. So, da haben wir den Toaster. So, zwei Funktionen, einmal für Toasten und einmal für Dings. Ganz klarer Fall, das ist hier für den Aufsatz für die Brötchen. Genau. Zack, Knopfdruck. Hier das Schiebefach. Ist ein schönes, langes Schiebefach. Wo ne, die Brotreste drauf kommen und so weiter. Also, ne, wenn es krümmelt, wird aufs Blech drauf. Sehr leicht, einfach sauber zu machen. So stand es da drin, auch Produktbewertung von den Leuten. Hier drückst du dann nach unten. Gut, wenn der Strom drauf ist, bleibt er natürlich unten. Ja, zack, bums, Ende aus. Geile Sache. Hier stellst du dann natürlich ein von der Gradzahl. Das muss ich aber dann noch mal gucken, wie, was und wo. Von der Beleuchtung her. Ja, ich habe leider keine Steckdose mehr frei. Ich guck mal eben hier. Ich habe da schon mal eine schöne Ecke hier. Mal eben testen. Ich ziehe dann mal eben diesen netten Toaster hier raus, den ich stehen habe. Da, so. So. Ein Wasserkocher habe ich Toaster gerade gesagt. What the fuck? So, okay. Ja. Zack, die Bohne. Der steht ja schon mal da drin. So. Ja, guck. So, es bleibt da drin. Easy. Und man sieht auch schon, wie er warm wirkt. So, das nach oben. Ja, das kann man auch noch machen. Da, wenn es gefroren ist, da kommt er wieder hoch. Habe ich mich jetzt erschrocken. So, machen wir mal auf 2. Je nachdem, wie lange das drinne bleibt. Da muss er wahrscheinlich alles vorher einmal erstmal warm machen, ne, damit da so der Gestank erstmal rauskommt. Passt auf jeden Fall schön da rein mit dem Edelstahl und so. Und ja, die müssen wir mal ein bisschen sauber machen. Die ist ein bisschen dreckig. Ja, aber ja. Endlich habe ich mal wieder einen Toaster. Juhu! So, ja. Mehr gibt es eigentlich zu dem Toaster nicht zu sagen. Toaster ist Toaster und Toaster spricht für sich, gell? So, lassen wir den dann zu Ende bimmeln, bis er dann soweit ist. Wechsle ich mal auf diese Ansicht. Richtung Küche. So, da ich noch nicht ganz fertig bin mit meiner Küche, sollte ich auch noch nicht zu viel sehen. Vielleicht hat es ein oder andere schon gesehen und denkt, ich will mal mehr sehen, Gesamtbild.
Kommt doch. Also, das war's für ein Toaster. Also, check it out.